Willkommen zurück hier bei Let's Play Slide 2 und der Operation High Road. Murray muss den Anfang machen. Okay, Murray, mach dich auf den Weg zum Haupttor des Schlosses und schalte die Suchscheinwerfer aus. Währenddessen klettern Bentley und ich zur Spitze des Schlosses. Viel Glück. Gut, wir müssen die Scheinwerfer ausschalten. Keine Ahnung, wie wir das machen, aber wir müssen's. Ich hoffe, dieser General hat die Wahrheit gesagt. Sonst wird es etwas haarig. Oh ja, die Lampen sind aus, Bentley. Zeit, die Kavallerie zu rufen. Mal sehen, ob ich ein wenig zusätzliche Feuerkraft finden kann. Achtung, blutdürstige Söldnertruppen. Die Verteidigungsanlagen des Schlosses sind abgeschaltet. Nutzt diese Möglichkeit für ein aggressives militärisches Vorgehen gegen das Schloss. Angriff! Für den Sieg! Für die Ehre! Das müsste reichen. Na du Kriegstreiber, wie wär's, wenn du mit dem Paragleiter zum Zeppelin fliegst? Halt das Seil fest, das von dem Ding herabhängt. Ich will nicht ertrinken. Nun gut. Wir müssen also auf den Zeppelin springen. Sehr gut. Festhalten, Kumpel. Könnte etwas rau werden. Ich glaube, ich sollte meinen Schockstab nehmen, so. Viel einfacher. Okay, auf zum Umerziehungsturm. Yeah. Da sind wir ja, da ging ja reich her, ey. Alles nur damit Bentley da hochkommt. Was? Die Söldner haben die Verteidigung des Schlosses durchbrochen? An alle, den Turm bis zum letzten Mann verteidigen. Keine Sorge, meine Teure. Wir haben noch Zeit genug, Ihre Umerziehung zu beenden. Lassen Sie mich hier raus und ich erziehe Ihr Gesicht um. Okay, Partner. Die Schattenwache ist offenbar etwas unpässlich. Bist du bereit, unsere rabiate kleine Prinzessin zu befreien? Positiv. Der IronTech 2-50 ist ein voll integriertes System. Der Zugang zu Carmelitas Zelle muss irgendwo in diesem alten Terminal sein. Dann wird jetzt also wieder gehackt. Kein Problem. Dafür, dass es ein altes Terminal ist, ist es aber scheinbar gut bewacht. Naja, mehr oder minder. Kommt drauf an, wie gut ich die schießenden Dinger da unten festhalte, sozusagen. Oder wie schnell ich sie vernichte, je nachdem. Aber mir ist es lieber, sie einfach zu vernichten. Festzuhalten, meine ich. Denn die bewegen sich ja auch freiwillig nach unten. Ist ja nicht mal so, als würde ich sie dazu zwingen. Zack. So einfach ist das. Das müsste reichen. Ja, denke ich auch. Aha, ich habe das Gehirnmuster isoliert. Ich sehe schon, wir beide werden noch die besten Freunde. Okay, neue beste Freundin, Hände hoch und ich meine alle. Meine Teure, Sie sollten wirklich... Schattenwache! Schattenwache! Komm zurück, du Hexe! Hooray! Diese Carmelita versucht immer ihre Probleme mit der Schockpistole zu lösen. Sie ist etwas heißblütig. Geh zurück, Sly. Die Explosion könnte stärker sein als berechnet. Denn es ist böses Mojo. Bentley, alles klar? Das ist kein Ort für einen Asthmatiker. Ich habe eins von Clockwerks Augen lokalisiert. Findest du das andere? Keine Sorge, Jungs. Es ist in sicherer Hand. Nila? Vielen Dank, dass Sie die Komtesse erledigt haben. Ich konnte sie nicht von Clockwerks Augen weglocken. Eines sollte dem alten Vogel genügen. Ciao. Bentley, nimm das Auge und flüchte mit dem Zeppelin. Ich verfolge Nila. Ja. Der Plan. Das war nicht so geplant. Ach, nee. Das war nicht so geplant. Oh mein Gott. Ich leide mit. Das ist ja so traurig.
Geht immer gar nicht. Gib mir das Auge wieder. Achtung, Bentley. Du wirst gleich beschossen. Geh zum Geschützturm des Zeppelins und pass auf. Na, wo willst du denn hin? Da willst du hin, okay. Bisschen umständlich, aber ich bin hinter ihr. Haha. Diese dämliche Nina. Ich wette, ich darf sie immer noch nicht hauen, wenn ich mal rankomme. Diesen dämlichen Brunnen hasse ich sowieso. Na komm her. Komm her! Sollte passen. Die ganzen Soldaten hier am Rumballern machen das schöne Schloss wahrscheinlich nicht kaputt, weil es nicht kaputt gehen kann, aber trotzdem. Das ist halt traurig. Aber es war ja mal wieder so klar, dass Nina sich einmischen muss. Uh-oh. Das ist jetzt doof. Ja, das dachte ich mir. Das war jetzt doof. Das war jetzt ganz doof. Nochmal von vorne. Nochmal von vorne. Yay. Konzentrier den Angriff auf den Zeppelin, der kommt. Achtung, Bentley. Du wirst gleich beschossen. Geh zum Geschützturm des Zeppelins und pass auf. Kann es sein, dass ich auch tick schneller falle als sie? Oder bilde ich mir das immer nur ein? Ich weiß es nicht. Kommt mir aber so vor. Auf alle Fälle ist das nicht gut. Ab nochmal. Hätte ja klappen können. Oder in dem Spiel ist es einfach nur egal, dass ich sie anschießen will. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Und hinterher fliegen. Diese dämlichen Explosionsfässer. Gut, dass ich nie in der Nähe bin, wenn sie sowas loslässt. So, und jetzt bitte besser. Ah, besser. Da wäre ich so nicht mehr hochgekommen, das stimmt schon. Was war das denn jetzt für eine Aktion? Haha. Du solltest echt aufpassen, wo du hintrittst. Dieser Ort ist gefährlich. Klopfwerks Auge, Grins. Wag es nicht. Das Auge gehört mir. Es gehört mir. Eigentlich, Mr. Cooper, gehört das Auge mir. Ja, aber nö. Achtung, Bentley, du wirst gleich beschossen. Geh zum Geschützturm des Zeppelins und pass auf. Okay, ich schaffe es. Ich schaffe es. Yay. Touché. Voll toll. Na, wirst du wohl mitsterben? Das tut weh. Das hat sich gereimt. Mit dem Touché. Ob das geplant war, weiß ich nicht. Aber es reimt sich halt. Vorsicht! Verdammt. Viel zu viel Schaden genommen. Warum sagst du das da? Parade! Treffer! Ich find's einfach nur traurig, dass er bei sowas dann ankommt mit Mathe ist König. Der Gnadenstoß! Okay,
kämpft hier um sein Leben, aber Mathe ist König. Oh Gott. Da muss der Letzte da drüben. Das war's. Der Himmel ist frei. Sehr gut. Okay, Jungs, ich bin unterwegs zu unserem Rendezvous. Kommen Sie zurück, Comtesse. Der Fluchtzeppelin wird Sie nicht retten. Oh. Sagen Sie mal, Hannes. Nein, hörst du mich? Carmelita hat das Leitsystem getroffen und der Zeppelin sinkt in einem entscheidend unsicheren Maß. Ich stürze ab. Stürze ab. Oh. Das ist nicht gut. Das Auge gehört mir und ich will es zurück. Niemals. Glauben Sie, ich bin verrückt? Wenn ich's bedenke, antworten Sie nicht. Ich lege keinen Wert auf Ihre professionelle Meinung. Nicht verrückt, nur dumm. Sie sind ein dummes Kind, das mit dem Vermächtnis seines Vaters spielt. Oh, ich weiß alles über Sie und den Cooper Clan. Da verstehen Sie ja, warum dieses Auge zerstört werden muss. Kurzsichtiger Narr. Deine engstirnige Ansicht der Moral interessiert mich nicht. Ich stehe über allem. Stehe über Gut und Böse. Und Sie glauben, ich gebe das Auge an jemanden, der über der Moral steht? Genug Geschwätz. Es wird genauso leicht. Und viel lustiger, es aus deinen toten Händen zu nehmen. Kann mir nicht vorstellen, wie das irgendwie lustiger sein soll. Jaha. Das ist doch sehr gut. Was zum Hände hoch, Schildkröte. Gib mir Klopfwerksauge. Die Schande gibt es her. Und jetzt halt die Hände 10 Minuten hoch. Ich sehe alles. Carmelita, sie. Oh, die Jungs werden mich umbringen. Warum sollten die Jungs sie umbringen wollen? Oder beziehungsweise ihn umbringen wollen? Glaube ich eher nicht. Ja, die Comtesse ist, da muss ich ehrlich sein, so ziemlich der leichteste Boss, den wir je begegnet sind hier. Genug. Du hast mir gezeigt, dass ich Unrecht hatte. Sie tun mir leid. Trotz all ihrer Bildung können sie Recht von Unrecht nicht unterscheiden. Ich weiß genug, um einen intellektuell überlegenen Gegner niemals zu unterschätzen. Sie hat das Auge? Sie hat das Auge! Trotzdem nach wie vor. Wie funktioniert dieses Ding? Was passiert hier und hier? Jungs, Hilfe! Carmelita hat das Auge und sie versucht, mit einem der Panzer der Comtesse zu entkommen! Keine Sorge, kleiner Freund. Ich lasse sie nicht entwischen. Okay. Schieß den Panzer, manövrier und schieß weiter auf sie, um den Panzer aufzuhalten. Ja, da muss man schon ein bisschen schneller fahren können. Sonst kommt man nie an den Punkt, wo man sie auch mal treffen kann. Der Panzer ist beinahe außer Betrieb. Oh ja, ich schnappe mir das Auge, während Carmelita in ihrem Panzer feststeckt. Dann drehe ich um und sammle Bentley für unsere Flucht ein. Genau. Wollte ich auch sagen. Tu, was du kannst, Sly. Wir schließen uns beim Treffpunkt zur Evakuierung zusammen. Sie können nicht entkommen. Wir wissen beide, dass ich sie besiegen werde. Warum geben Sie mir also nicht einfach das Auge? Du hast recht, Cooper. Im Kräftevergleich hast du gezeigt, was du kannst. Aber mit Clockwerks Auge kann ich deinen Geist besiegen. Ja, sie hat jetzt, meine ich, eine neue Attacke drauf. Mehr aber auch nicht. Okay. Ja, und das war dann die neue Attacke im Prinzip. Ist auf alle Fälle eine Art Hypnose, mehr ist das nicht.
Die kann man sehr gut runterfallen. Wäre lustig, wenn das auch Schaden machen würde. Ja. Ja, so habt ihr wenigstens auch mal den Effekt davon gesehen. Lustig anzusehen ist es ja. Du hast einen starken Verstand, Cooper. Das hätte ich niemals gedacht. Zockfricks Auge again. Damit Auftrag erledigt und weg sind wir. Die Dinge waren nicht ganz nach Plan gelaufen, aber die Comtesse war besiegt und Clockworks Augen gehörten endlich mir. Die Comtesse wurde verhaftet und für ihre Verbrechen, die sie bei ihrer Arbeit für Interpol verübt hatte, eingesperrt. Um den Schaden zu begrenzen, erklärte die PR-Abteilung Nila zur Heldin von Prag und man machte sie zum Captain. Carmelita, immer noch von Interpol gesucht, musste mit uns fliehen, als das Auge des Gesetzes erschien. Zu meiner Überraschung und ewigen Freude konnte ich meiner Lieblingspolizistin bei der Flucht vor den Bullen helfen. Ich versuchte, dies alles zu vergessen. Die Claw-Sache geriet außer Kontrolle und ich wusste, dass meine Gang mittendrin steckte. Wir würden früh genug weitermachen müssen, aber fürs Erste ließen wir es langsam angehen. Schöne Verkleidung, besonders die von Bentley. Ja, ja. Seine Zeitung vor dem Gesicht ist schon ganz cool. So, dann geht's bald weiter mit Episode 6. Bis dahin würde ich sagen, auf Wiedersehen und Tschüss, Leute.